Sie sind hier, 6. Oktober 2018, 12.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Alejandro Valverde, 2. TV, er, gewann bei der WM 2018 in Österreich Gold. Urheberrecht Getty Images. Der Radsport-Weltverband UCI gibt bekannt, dass die Straßenrad-WM 2022 in Australien ausgetragen wird. 3 Jahre später will man nach Afrika. Die Weltmeisterschaften im Straßenradsport 2022 finden im australischen Wollongong statt. Das teilte der Radsport-Weltverband UCI am Samstag mit. Unser Vorzeige-Event steigt nach den 5 Ausgaben in Europa wieder außerhalb des Kontinents, sagte UCI-Präsident David Lapatient. Das zeigt, dass unsere WM auch in Bezug auf den Standort eine Veranstaltung für die ganze Welt geworden ist. Für 2025 sei zudem eine Ausgabe in Afrika geplant. Der Austragungsort Wollongong liegt im Bundesstaat New South Wales rund 80 Kilometer südlich von Sydney. In 4 Jahren werden die Straßenweltmeister damit zum 2. Mal in Australien ermittelt. 2010 stieg die WM bereits in Geelong nahe Melbourne. Von Sportinformationsdienst.